So, puh. Erstes weg. Schafft die Schaufel das? Theoretisch sollte sie es auch schaffen. Mist. Da haben wir uns vergraben. Moment, da kommt ein wenig Erde hinein. Und dann machen wir den Rest hier noch weg. Halt durch, Schaufel, bitte. Du musst es schaffen. Es ist wichtig. Und Musik, bitte geh wieder an. Das ist so nervtötend ohne. Man merkt schon, wir befinden uns im Zeitalter der Industrialisierung. Langsam wird alles angepasst. Auch die Zombies werden angepasst. Und was ich halt gesagt hatte, was mir auch auf meiner alten Welt aufgefallen ist, in den Gebieten, die man halt gemacht hat, jetzt durch dieses neue Patch-Ding nicht mehr so, aber in den Gebieten, die man gemacht hat, merkt man halt wirklich, dass weniger Zombies dass weniger Kreaturen auftauchen. Zombies, wie gesagt, ist vielleicht nicht so, aber gerade Creeper und sowas wurde halt noch ein bisschen mehr forscht als davor. Forscht. Tauchen halt weniger in solchen Gebieten auf, weil einfach gar kein Platz mehr zum Spawnen ist. Oh mein Gott. Das sind drei. Ach, scheiße, es sind drei Creeper. Kann ich die irgendwo sinnvoll verwenden? Drei Creeper. Nicht wirklich, gell? Oh mein Gott! Hey, wir haben alle überlebt und es ist dicht in die Luft gegangen. Oh mein Gott. Wir werden stärker und stärker. Aua. Oh, der Zombie erwischt uns, na klar. Schon klar. Schon klar. Schon klar. So. 8 Erde haben wir noch. So. Oder? Ah ne, aber noch mehr. Oh, geil. Dann können wir gleich dieses gröbere Loch hier aus. Spinne. Spinne. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. Hilfe! Ich will nicht mehr, bitte, Mami. Ich gehe mal hier rein, weil wir müssen eher das Eisen noch schmelzen, was wir gerade gefunden haben. Und. Oh, oh. Ach, der hat es gerade, glaube ich, auf den Zombie abgesehen. Ne, der hat es nicht auf den Zombie abgesehen. So. Eisen schmelzen und dann können wir uns gleich ein Schwert basteln. Ich gehe dann pennen. Ja, es ist wieder. Ja, ich kann nichts dagegen tun gerade. Moment. Ohne geht nicht. So. Und wo haben wir die? Stück, hab doch gerade noch Stöcker gehabt, oder? Hä, ich hatte doch gerade noch Stöcker. Ah, die sind für die Schaufel drauf gegangen, stimmt. Attacke! Schub und gute Nacht. So, dann nehmen wir uns jetzt hier die Geflügelpaste wie... Ups. So war das nicht geplant. Schade, ich dachte, ich kann noch erschlagen. Habe ich mal nicht geschafft. Wie sieht's hier aus? Jetzt haben wir hier nur noch Kühe und Schweine. Die Schweine sind gerade gar nicht so kurz. Aua. Vertreten. Weißt du, was dein Problem ist? Ich nehme mich auch nicht. Okay, wir haben Level 30 erreicht. Baumstämme habe ich gerade leider keine dabei. Kies habe ich auch keinen dabei. Aber wir können jetzt verzaubern. Und ich würde eigentlich... Oh, ich habe einen Bogen bekommen. Nee, verzaubern direkt würde ich gar nicht. Wir gehen mal hoch und holen uns die Diamanten. Komme ich hier blank? Nee, gell.
Wir gehen mal hoch und holen uns Diamanten und dann reparieren wir mal die Axt oder sowas. Level 30 sollte der ja eigentlich ganz gut funktionieren. Hoffe ich. Ach stimmt, wir haben die Brücke jetzt. Ja, dann nehmen wir die Brücke auch mal. Sieht irgendwie cool aus von hier oben. Richtig, als wenn man richtig viel gemacht hätte. Toll. So. Und dann begeben wir uns mal hier zu unserem Großprojekt Küche. Oder auch nicht. Eigentlich ja eher Himmel. Keine Ahnung, warum es Küche eingefallen ist. So. So. Herzlich willkommen. Oh, never. Hier haben wir noch ein. Wir haben hier noch ein Zeug liegen, ey. Schutzbandorn, Plünderung, Golderz, Eisenerz haben wir hier oben noch. Dann nehme ich mal das Eisenerz selber mit. Eine Goldhacke haben wir hier noch. Pfeile haben wir noch. Uiuiui. Erde ohne Ende und mit Ende. Je nachdem, wie man es braucht. Dann lässt man noch ein bisschen Zeug hier oben liegen und nehmen wir die Erde mit. Knochenmehl haben wir. Boah, das Fleisch erstmal hier oben und nehmen wir noch ein bisschen Erde mit. So. Was haben wir denn hier? Glowstone haben wir noch. Den nehme ich immer mit. Das ist, glaube ich, wichtiger. Never Quartz brauche ich jetzt da unten nicht. Stein nehme ich immer mit. Das ist wichtig. Da kann ich jetzt die Tür... lass das mal das hier so. Sagen wir, hier haben wir die Diamanten, genau. Plattenspieler kann ich theoretisch mal mitnehmen. Melonen haben wir auch noch. Flieder haben wir auch noch hier oben. Ist das? Pfingstrosen haben wir noch. Das ist alles sehr gut und sehr schön. Kaktusgrün. Hier sind nur die ganzen Farben drin, gell? TNT. TNT haben wir noch. Das könnte ich eventuell mal mitnehmen. Was kommt da? Hallo? Okay. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Hahaha, wie witzig. Oh mein Gott. Na komm, eine Stapel Erde lasse ich jetzt hier. So, und dann könnte ich eventuell hier runterspringen, oder? Genau. Flups, da bin ich unten. Und dann begeben wir uns mal zur nächstbesten Krankenstation. Eigentlich ja auch zur Verzauberungsstation, aber das ist auch okay. Ein Krankenhaus könnte man eventuell noch basteln. Ist ja auch mal eine Sache, aber dann müsste es eher so ein altertümliches Hospital sein. Huch. Hallo Schweinchen. Oink, oink. So, hier geht's lang. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwas Positives kriegen als Verzauberung. Hier haben wir noch ein paar Hühner. Wollen wir dann danach schlachten. Ach Quatsch, reparieren ist ja ganz was anderes. Da brauchen wir ja den Amboss. Ich bin ja so blöde. Und der ist natürlich am ganz anderen Ende der Welt. Lalalalalala. Amboss, Amboss. Werden wir vielleicht auch mal einen zweiten zulegen. Um agiler zu sein. Also für diesen Amboss muss man ja einmal komplett rumlaufen. Vielleicht einfach irgendwann mal noch eine zweite Schmiede errichten. So eine kleinere Aushilfsschmiede. Ist ja auch cool, da hast du halt zweimal eine Schmiede, aber dann sieht die halt jede Schmiede anders aus. Da hast du halt diese typische Steinschmiede, wie wir sie haben. Und dann könnte man halt theoretisch noch so eine Holzschmiede basteln, wo dann davor geschmiedet wird. Die haben wir ja alles aus Stein, weil hier der Schmiedeofen ja direkt im Haus eingearbeitet ist. Hier, wer das sich da noch erinnern kann. Hier hat man hier direkt
Und das passt ja dann wirklich übelst geil da rein, ne? Geil. So. Die Axt. Plus das... Oh. Siehst du mal, geht nur ein einziges Verkürzungsgerät, Mann. Tja. Damit wären wir Level 30 dann los. Tada! Hier müssen wir mal gucken, was wir da hinbauen. Da hat man ja eigentlich Wald hingebaut, aber vielleicht finden wir noch was Besseres. Hier haben wir jetzt auch erstmal Wald hingebastelt. Hier auf den Hang. So. Hallo? Ist eigentlich da unten jetzt... Ich glaube... Oh, warte mal. Wir haben keinen Platz frei, deswegen. Ich glaube, dass ich das gar nicht richtig komplett aktualisieren konnte. Hat sich aktualisiert? Am einfachsten wäre das herauszufinden. Ja, klar, hat sich das aktualisiert. Okay. Dann bringen wir es mal wieder weg. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das sich wirklich komplett aktualisiert hat. Aber anscheinend schon. Man sieht die Zäune nur anscheinend nicht so gut auf der Karte. Dafür ist sie wohl schon zu groß. Mach mal Platz, Dickers. Jetzt komme ich. So. Jetzt haben wir von oben ja Stein mitgenommen. Den wir hier fachgerecht einbauen können. Und hier können wir, ja, hier können wir theoretisch eigentlich komplett zumachen. Genau. Mauer fertig. So soll das aussehen. Oder auch nicht. Wir haben noch 12 Stück. Ich hätte mir bräuchte aber ein bisschen mehr. Flup. 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 Und flup. Dann haben wir 34. Das sollte eventuell sogar reichen. Kommt man hier nämlich gar nicht runter. Und der Grund, warum ich hier oben jetzt weitergemacht habe, ist, weil ich hier noch Zäune drauf packen möchte. Gleich, wenn ich einmal dabei bin. So. Oh, und wie es einfach mal reicht. Das ist ja wunderbar. Wenn wir ganz ehrlich immer mitgenommen haben, können wir jetzt auch wunderschön den Hohlraum noch ausgleiten. Oder auch nicht, wenn ich mir ansehe, was das hier für ein riesen Hohlraum ist. Wir fangen am besten von unten an. Flup, da mal. Ups, hä? Ach, da hinten. Dann. Ja, okay. Das ist auf dem dritten Platz gelandet, die Erde. Die Erde ist auf dem dritten Platz gelandet. Es war ein atemberaubender Sprint von Inventar auf die Benutzungsleiste des Inventars. Neue deutsche Wörter erfinden. Klasse, hurra und hopsasa.
So, okay, mal hier.